Und da sind wir auch schon wieder zurück, gerade in Edgewater angekommen. Wir haben eben noch mit dem Leichenschlepper, Bestatter Silas gesprochen, wie auch immer man ihn nennen mag. Er möchte, dass wir für ihn ein bisschen Geld eintreiben und außerdem sollen wir uns bei Reed Thompson, war glaube ich sein Name, melden, um uns um den Energieregulator zu kümmern. Ich würde sagen, wir treiben erstmal die Schulden ein, dann lernen wir gleich das kleine Örtchen hier ein bisschen kennen und wissen, wo was ist und danach machen wir uns auf zu dem guten Reed. So, der hat gesagt, ja, was hat er gesagt, wo die waren? Wir gucken am besten nochmal im Tagebuch, wir müssen ja auch irgendwo die Aufgaben umstellen können. Konrad ist einer derjenigen, von dem du die Grabgebühren für Silas eintreiben sollst. Er betreibt den Friseurladen, der andere ist am Landeplatz. Sie arbeitet in der Konservenfabrik. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen die erstmal auf aktiv. Dann wird uns doch bestimmt angezeigt, wo wir hin müssen. Genau, so habe ich es gewollt. Sehr schön. Ja, so auf den ersten Blick nicht unbedingt einladend. Wenn ich mich daran erinnere, dass die Wache Pelham meinte, dass das der schönste Ort im ganzen Tal ist, will ich nicht wissen, wie die anderen Orte aussehen. Aber naja, was soll's, wir werden ja nicht für immer hier bleiben, hoffe ich zumindest. Also machen wir uns erstmal auf den Weg. So, was ist denn das für ein Riesengebäude hier? Junge, Junge, Junge. Ganz schön Oschi aufgebaut. Ja. Saltuna Cannery. Ich denke mal, da wird auch der Reed Thompson drin sein. Zumindest hat, bevor wir die Quest aktiv gesetzt haben, der Pfeil dorthin gezeigt. Von daher würde ich da jetzt erstmal noch nicht hingehen wollen. Gucken erstmal ein bisschen rum. Ich finde die Pfützen auch sehr, sehr geil animiert. Klang kurz wie so ein Dealer-Gespräch. Zieh dich alles runter. Kauf ein Gramm. So, oh, ein Gemischtwarenladen. Ist das der hier? Jo, Food Smokes and Beer. Alles, was man zum Leben braucht. Was ist das Hübsches? Oh, Wanted. Untersuchen. Gesucht ist Gil Antrim. Oder Chill. Von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung, Rückführung von Spacer's Choice ein Vollstreckungsbefehl für Antrim mit sofortiger Wirkung. Früherer Assistenzmechaniker im Dienst von Spacer's Choice, wegen nicht autorisierter Verwendung von Adrenatime von seiner Stelle entbunden und aus Edgewater entfernt. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Diebstahl und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte. Großzügige Prämium, Bezahlung bei Ablieferung, Unterschrift mit eigenem Namen erforderlich. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir den irgendwo noch treffen. Wen haben wir hier noch? Bertie Cotton. Gesucht wegen Zerstörung, Mord, nicht autorisierter Verwendung, also irgendwie das Gleiche. Und dann haben wir noch Doc Mabel. Und wird auch wegen fast demselben gesucht. Unlizenzierte Ausübung des Arztberufs. Ah, er hat bestimmt den beiden hier die Medizindinger verkauft. Illegal. Schauen wir mal, ob wir die im späteren Verlauf... Weiß ja nicht, ob das so ein Riesengeheimnis ist, nur weil jemand seinen Finger verloren hat. Kann man ja schon mal erzählen, sieht ja auch irgendwie jeder. Naja, dann gehen wir mal hier rein. Da ist nämlich der Martin. Der scheint den ja gut zu mögen. Ja. Mach's mal lieber nicht, dass der mich hier dann noch mir eine auf den Kopf haut. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Na, der sieht aber nicht so aus, als hätte ihn das nicht erwischt. Wir sagen ihm erstmal, dass uns nicht Mr. Thompson geschickt hat. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Du bist also Martin Abernathy. What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Nur gut, dass der Name direkt drüber steht. Ich suche nicht nach Streit, ich bin nur hier, um Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows.
Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Tun wir mal so, vielleicht verrät er dann mehr. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. Laden ist aufgegangen. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Das ist alles sicher sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl mich einfach, damit ich hier verschwinden kann. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancen for me, I could really use the help. Das artet doch schon wieder in tausende Nebenquests aus, aber die sind dafür da, um sie zu machen. Wenn man das Spiel vollständig durchspielen möchte, dann müssen wir uns auch das alles mal geben. So, wie kann ich helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Na klar, das machen wir doch. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Gibt es etwas, was ich über das Zentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Mit so ein paar Plünderern wären wir schon fertig. I know that. But I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Alles klar, dann besorgen wir dem Guten noch seine Medizin. Aber alles, was ich hier mitnehmen kann, würde ich stehlen, ne? Das kriegt er mit, oder? Wir lassen es erstmal lieber. Kommen wir hier noch durch? Ihr sieht das doch nicht, oder? Keiner gesehen. Gibt's hier noch mehr? Leider nein. Dann machen wir uns auf zum nächsten. Achso, hier geht's gar nicht raus. Ich jetzt aber ein sauberes Waschbecken. Was haben die für abgespacete Toiletten? Wer weiß. Ich finde die nicht so attraktiv. You're making a mistake working for Abernathy. Ach ja, immer mache ich alles falsch, weißt du. Gib mir die größte Mühe. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Er zeigt Symptome, du sagst also, es sei psychosomatisch. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Seine Dachkammer. Wofür brauchst du es denn? Die sieht doch noch ganz fit aus. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Lass das nur meine Sorge sein. All right. Here's a summary. Lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Frag mal, was die uns dafür zahlt. I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. Dann denken wir da That's mal drüber nach. Ask of you. Alles klar. Mal gucken, wie viele Leute uns noch ansprechen. Ah, wir sehen schon, wir haben wirklich sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten in diesem Spiel. Mal schauen, wo uns die Reise noch hinführt. So, Ludwig Miller, der ist hier. Ach nee, da sollen wir rausgehen. Hatten wir nicht noch irgendjemanden in der Stadt? Ich glaube, da noch irgendeinen Friseurladen, wo wir hin sollten. Oder ist der gar nicht hier in der Stadt? Weil das führt uns auch wieder raus. Hier. Der Barbershop. Da ist er doch. Wie hoch hängen denn bitte die Spiegel? Also wenn ich mich da hinsetze, sehe ich gar nichts.
Ein schöner Friseursalon. Hier kann mal die Hygiene vorbeigehen. Hygieneamt, guckt euch das mal an. Boden nicht erwischt. Junge, Junge, Junge. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Das sagt der, denn sein Laden aussieht wie bei Ritters unterm Sofa. Ganz ruhig, alles sauber. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Wie soll ich mich denn melden, wenn ich tot bin? Was macht er mit meinen Überresten? Burial in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Alles klar, läuft hier genauso ab. Wenn ich sterbe, ist immer erstmal der erste Anruf beim Friseursalon, danach beim Bestattungsunternehmen. Ich möchte mein Schiff reparieren, könnte man ihn fragen. Aber eigentlich sollten wir doch woanders den Energieregulator bekommen. Naja, wir erfüllen erstmal Silas Aufgabe. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das interessiert mich doch nicht. As broke as pie crust, friend. Bittless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Das ist mir egal, Zeit zu zahlen. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Gib dem einfach eine Flat für 5 Mal kostenlos Haare schneiden. Naja, ich gebe ihm Bescheid, wenn mir was einfällt. Much obliged. Ohne Mist erzählt er mir was hier von Sauberkeit, ne? Guck dir alleine schon mal die Schere und das Bartmesser an. Damit würde ich mir nicht mal den Arsch rasieren. So, hätten wir das auch geklärt. Silas wird bestimmt nicht zufrieden damit sein, dass der Gute nicht bezahlen kann, aber es soll jetzt auch mal nicht unser Problem sein. Ich meine, ich kann ihn ja jetzt nicht einfach umbringen. Hier haben wir noch den Typen. Und da drüben ist Silas und Ludwig Miller. Na gut, dann laufen wir erstmal hier raus. Ich kann ja schon mal mit Silas sprechen. Zum kurzen Zwischenstand.